die ganze Zeit hatte ich schon so einen Hass auf meine Mutter und ich dachte so, okay, das wird ausdiskutiert, mein liebes Fräulein. Es gibt definitiv auch Schlagzeilen, die bei mir nicht so viel auslösen. Dieses Land ist einfach, ist komplett kaputt und wird zerstört. Und die haben mir, ohne mich zu kennen, sofort die Pässe von all ihren Angehörigen geschickt bei Instagram. Comedian, Podcasterin und Influencerin. Entschuldigung, wie talentiert kann man sein? Und dazu macht sie noch Aktivismus bis zum Tinnitus. Ja moin, heute zu Gast im Allmann-Taxi Ariana Barbori. Schwierig alles. Ehrlich? Ja, mal gut, mal schlecht. Willst du drüber reden oder? Ich habe immer das gleiche Problem. Die Leute wollen immer Unterhaltung und Humor und Leichtfüßigkeit und noch ein paar gute Nachrichten noch dazu. Und ich sage, tut mir leid, aber so ist die Welt nicht. Das machen genug andere schon, deswegen... Gut, du bist der Mann für die harten Fakten, ne? Ich bin dann für die, ja, ich bin nicht geworden, war ich ja nicht immer. Ist bei dir auch so, ne? Ein bisschen, ja. Wobei ich zugeben muss, ich habe sehr daran gezweifelt, ob ich dafür überhaupt gemacht bin. Weil ich echt gemerkt habe, man muss so eine unfassbare Stärke haben, so ein Durchhaltungsvermögen und vor allem auch so eine krass hohe Frustgrenze, sich davon nicht immer so zurückwerfen zu lassen. Und irgendwie war mein Learning, das habe ich nicht. Was war eine Sache, die passiert ist, was dich so richtig zermürbt hat? In dieser Zeit, in der die Situation in Afghanistan so eskaliert ist, also die Hälfte meiner Familie kommt aus Afghanistan und ich bin dann irgendwie so reingerutscht, weil bei Instagram ganz viele gesehen haben, die hat Familie in Afghanistan oder kommt selber daher, vielleicht kann die uns helfen. Das waren unfassbar viele junge Frauen und Männer, die, ich glaube, fast alle in Deutschland leben, aber halt Familie in Afghanistan haben. Die in akuter Lebensgefahr sind. Dermaßen akuter Lebensgefahr sind, dass sie im Keller teilweise tagelang eingesperrt waren, sich selber eingesperrt haben, Nachbarn ausgepeitscht worden sind. Also wirklich Sachen, die man, wenn man sich mit dem Thema sonst nicht beschäftigt, so wirklich nur aus so Filmen oder sowas kennt. Also und überhaupt nicht auch aus unserer Welt und Lebensrealität. Und bin da ganz schnell immer an Grenzen gestoßen. Ich konnte da überhaupt nichts ausrichten. Es war wirklich absurd. Du bist nirgendwo durchgekommen. Du wurdest abgewiesen. Mir wurden die E-Mails geschickt von deutschen Firmen, für die dann Afghanen als Ortskräfte gearbeitet haben, in denen wirklich Texte standen, wo man denkt, die Person hat gefragt, ob sie einen Weihnachtszuschuss bekommen kann. Also war dann irgendwie, vielen Dank für Ihre Nachricht, wir haben Sie sehr aufmerksam gelesen, wir haben alle Wege geprüft, können Ihnen im Moment nicht weiterhelfen. Wir hoffen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft und wünschen Ihnen weiterhin für Sie und Ihre Familie alles Gute. Und nur um mal so den Grad der Verzweiflung zu zeigen, die haben mir, ohne mich zu kennen, sofort die Pässe von all ihren Angehörigen geschickt bei Instagram. Haben gesagt, bitte kannst du denen helfen. Habe ich Gänsehaut, wenn ich das ja, höre. Ja, ich auch. Mir ist auch wirklich schwindelig und schlecht. Ja, genau. Ja, und ja. Mir war wochenlang schwindelig und schlecht. Ich hatte auf Word dann so eine Liste mit Namen und Pässen und irgendwann zu merken, diese Liste wird einfach so bestehen bleiben und ich werde niemals in irgendeine Spalte schreiben können, wurde evakuiert oder Visa-Antrag wird gerade bearbeitet oder so. Das hat mich so zerrissen. Und ich muss zugeben, ich habe das in meinem Leben noch nie so erlebt. Und das hat sowas mit mir verändert. Aber man merkt ja dann halt auch oft in diesen Zeiten, wenn man das viel thematisiert, ne, da verliert man, also bei mir dann oft, klar. Ich verliere sehr viele Follower. Du sollst ja was Unterhaltsames machen. Ja. Weißt du, das Ding ist, du hörst ja nicht auf, was Unterhaltsames zu machen. Ja. Auch. Du hörst ja auch nicht auf, Ariana Barbori zu sein. So. Ja. Hörst du ja nicht. Du bleibst ja der Mensch, der du bist. Aber du setzt mal irgendwann mal zwischendrin mal einen anderen Akzent. Auch in mir selber tobten wahnsinnig viele Kämpfe und ich hatte ganz viele so unterschiedliche Gefühle und Stimmen dazu in mir, weil ich sehr viel darüber reflektiert habe und dachte, okay, wenn ich jetzt mal versuche, mich rein zu versetzen in jemanden, der mit dem Thema, der in Deutschland vielleicht geboren und aufgewachsen ist, mit biodeutschen Eltern, sage ich mal, Jessica und Lukas, und dann, die folgen mir vielleicht und finden immer alles mega funny, was ich mache, und dann sehen sie auf einmal, oh, Thema Afghanistan. Und dann habe ich mal versucht, mich da rein zu versetzen, warum sollte einen das nicht berühren oder warum fühlt man sich nicht angesprochen, dass einen das betrifft. Ja. Und dann sind mir so ganz viele Ländernamen oder Kontinente oder wie auch immer, die ich im Kopf hatte, Mali, Syrien, afrikanische Staaten, und ich habe auf einmal gemerkt, okay, es gibt definitiv auch Schlagzeilen, die bei mir nicht so viel auslösen, wie total, sie es bei anderen tun total, und wie sie es auch natürlich sollten. Und jedes Thema, das klingt jetzt wirklich wahnsinnig politisch und abgedroschen, aber jedes Thema hat ja so eine Lobby. Und ich glaube, wenn die Leute, die damit einen persönlichen Bezug haben, woher auch immer der kommt, da irgendwie für kämpfen und da dranbleiben, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, anderen, die es in dem Moment nicht tun, das vorzuwerfen, weil... Das klingt jetzt auch vielleicht komisch, aber vielleicht sind die mega aktiv in Sachen
Anti-Massentierhaltung. Natürlich, so, ja, und gehen immer auf die Straße. Wir wiegen das ja auch nicht ab gegeneinander. Ne? Genau. Das ist ja nicht irgendwie, das eine ist besser, das andere ist weniger, das eine ist wertvoller, das andere ist weniger wertvoll. Aber diese Lobby-Sache, das ist schon wichtig. Ja. Wenn etwas in Afghanistan passiert und es gibt Menschen mit afghanischen Wurzeln in Deutschland, die dann darauf aufmerksam machen können, aus einer Betroffenheit, aus einer Emotionalität heraus, auch aus einer Expertise heraus, darf man auch nicht vergessen. Ne? Man hat ja einfach eine ganz andere Ahnung von der Sachlage, kann das ganz anders einordnen. Dann finde ich, sollten wir das machen, weil wir können als westliche Welt nicht sagen, das geht uns ja nichts an dort drüben. Ja. So, weil wir sind halt immer an allem, weil wir so imperialistisch sind, mit Schuld. Ja. Weil wir uns dann alles auch einmischen. Ja. Also kann kein Amerikaner sagen, das interessiert mich Afghanistan, wir sind jetzt weg. Ja. Das ist passiert, weil ihr da wart und weil ihr dann weggegangen seid. Das hängt miteinander zusammen. Die Leute am Flughafen von Kabul, die haben Babys über eine Mauer geworfen. In der Hoffnung, auf der anderen Seite fängt das jemand, das Kind. So. Ja. Und es ist jetzt vorbei. Deswegen reden wir jetzt darüber. Wie geht's denn deiner Familie? Also du bist hier geboren, ne? Genau. Also es waren Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt keiner von unserer Familie mehr dort, weil die entweder schon lange in Deutschland leben oder nicht nur in Deutschland. Viele sind auch in Australien und England und in den USA. Das heißt, da war keine akute Gefahr für meine Familie. Aber ich habe mit einer Tante gesprochen, die in England lebt, in London. Wenn sie heute in Filme geht, in Kinofilme und da wird geschossen, dann ist die wie in Schockstarre auf einmal und es wird alles wieder hochgeholt. Und sie meinte auch, diese Bilder jetzt zu sehen, das ist das Gleiche wie einen Kinofilm zu gucken, in dem geschossen wird. Sie versucht, gar keine Medien zu konsumieren oder nur das Wichtigste, weil es einfach nicht geht, weil das sofort wieder losgeht. Und hat immer wieder die gleichen Sätze wiederholt und hat gesagt, dass das einfach so unfair ist für die Menschen, die da leben und dass auf deren Rücken da ausgetragen wird und die irgendwie zum Spielball von politischen Interessen werden. Dieses Land ist komplett kaputt und wird zerstört und wurde in den letzten 10, 20 Jahren zerstört. Und du hast doch selber gesagt, dass du selber irgendwann Grenzen ziehst und sagst, ich mach das nicht mehr. Ja. Also jetzt kann ich gerade nicht mehr, das ist mir zu viel jetzt geworden. Ich wurde ein bisschen dazu gebracht, muss ich zugeben, durch zwei Freunde, die so eine kleine Intervention quasi bei mir gemacht haben und die gesagt haben, dass sie beobachtet haben, dass ich da irgendwie gefühlt drin untergehe, in diesen Themen und in diesem Aktivismus, nenne ich es einfach mal. Und haben quasi so ein bisschen so den Notschalter gedrückt, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass ich jetzt nicht so der Mensch bin, der das gut trennen kann und der sagen kann, so von 9 bis 18 Uhr kümmere ich mich um die super schwierigen Themen und versuche da aktiv zu sein und Aufklärungsarbeit zu leisten und vielleicht sogar was zu erreichen im Sinne von Menschen zu helfen. Und danach ist aber auch mal Feierabend und Privatleben und dann gehe ich essen und James Bond, genau. Und also einige können es. Genau, und ich kann es nicht, weil ich schlafe dann auch nicht mehr. Ja. Ich habe richtig körperliche Beschwerden gehabt, so Tinnitus-Anzeichen, Kreislaufprobleme, Magenschleimhautentzündung, weil ich in sowas so richtig zergehe. Also ich gehe da wirklich komplett drin unter. So, ich fahre dich irgendwo hin und lasse dich einfach irgendwo raus. Du in Berlin ist man safe, ne? Ich sag mal so, solange du ein Mann bist, ja, ach, wenn du eine vergisst Frau man bist, natürlich auch wieder. Ja, nur danke. In der Helligkeit. Bist du Berlinerin? Ja. Durch und durch? Hier geboren, hier groß geworden. Hier. Born and raised. Ich kann dir mal sagen, ich war mit meiner Mutter, meiner Schwester vor ein paar Jahren in so einem Theaterstück in Berlin im Wedding. Und dann haben die am Anfang, das ist glaube ich so Warm-up vom Theater, um die Stimmung so ein bisschen aufzuheizen, haben so gefragt, wer ist nicht in Berlin geboren? Und die Leute so die Hände hoch. Meine Mutter, Schwabenländle, Hand hoch. Und dann so, und wer von euch ist ein echter Berliner? Und ich mich gemeldet und meine Mutter guckt mich an und sagt, du bist doch keine Berlinerin. Und ich so zu meiner Mutter, was? Und sie so, du sollst dich noch nicht melden, nur die Berliner sollen sich gerade melden, du bist doch keine Berlinerin. Und dann ist das Theater, nee, warte mal. Und dann geht das Theaterstück los. Und ich weiß. Und dann geht das Theaterstück los und ich dachte, die ganze Zeit hatte ich schon so einen Hass auf meine Mutter. Und ich dachte so, okay, das wird ausdiskutiert, mein liebes Fräulein. Ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen und lebe in Berlin und bin jetzt in Berlin. Was an mir ist nicht Berliner? Ja, aber ich bin aus Schwaben, dein Vater ist aus Afghanistan. Ich so, aber Mama, okay, erklär mir mal einen klassischen Berliner oder eine Berlinerin. Ja, über mehrere Generationen in Berlin. Ich so, aber was bin ich denn dann? Frankfurterin oder ja, genau, was? Ja, was bin ich denn? Was hat sie denn gesagt? Was bist du denn dann? Ja, das weiß ich nicht mehr. Das müsste ich sie noch mal fragen. Hier kann ich dich gut rauslassen. Mach weiter. Ey, du auch. So, also, ne? Piano. Pass auf dich auf. Ich liebe Klavier. Tschüss. Ciao. Dankeschön fürs Fahren. Gerne. Ach, das ist doch nett.